Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirza und herzlich willkommen zu einem richtig krassen, einzigartigen Video eigentlich. Ich rede hier gerade etwas leiser, ich hoffe man hört mich, denn wir haben gerade 5:30 Uhr morgens, ihr seht es im Hintergrund Leute. Ich stehe zurzeit 28:0 in Food Champions. Ich habe einfach mal so easy going die Games einfach so gemacht und wollte schauen, ob ich irgendwie noch, wie weit ich einfach mal noch komme, vielleicht Elite sichern oder sowas. Und dann habe ich gesehen 23:0, 24:0, 25:0 und ich gewinne und gewinne und gewinne. Und zack, stehe ich plötzlich 28:0. Ja, und da dachte ich mir, ich hau jetzt einfach mal hier die Aufzeichnung rein und nehme euch direkt hier mit in die letzten beiden Games, zeige euch die Leute, wir haben die Chance, tatsächlich die 30er-Bombe rauszuhauen. 30:0 können wir schaffen. Jetzt das nächste, wir sind schon Top 100 und weiß nicht, ob das reicht, aber das nächste Game ist ein finales Top 100 Game quasi, auf 29 Siege und dann haben wir, also wir haben zwei Top 100 Möglichkeiten, ne? Und die 30er-Bombe können wir schaffen. Also mal sehen, ob wir es packen, Leute. Drückt mir einfach die Daumen hier schon. Ich weiß es ja selber nicht jetzt, ob es soweit ist oder nicht. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt. Ich werde versuchen, das ein bisschen so zu kommentieren, auch ein bisschen nur auf die Chancen einzugehen. Aber ich fokussiere mich jetzt aufs Game und gebe mein Bestes, Leute. Drückt mir die Daumen. 30:0 können wir schaffen. 6 Uhr morgens, Alter. Was ist los? Ich fühle mich wie Erne, verdammte Kacke, in FIFA 17. Ne? Okay, dann suchen wir mal einfach unseren ersten Gegner, Leute. Suchen wir unseren ersten Gegner. Mal schauen, wer hier überhaupt am Start ist. Ah, okay, ja, natürlich, ne? Wurde ich scheinbar heimgelost. Nächste Runde. Das sieht aber jetzt, nee, das ist schon wieder heim. Der wird auch rausgehen. Ich hoffe, dass wir jetzt beim nächsten Mal auswärts gelost werden, dann kann das auch schon losgehen. Das ist so, ich habe einfach diese Weekend League einfach gezockt, ne? Also ich habe da keine Nerven für sowas. Okay, jetzt haben wir einen Gegner. Jetzt haben wir einen Gegner, Leute. Spiel 29 ist dieser Kollege, my friends. Das ist unser Gegner und er hat ein starkes Team. Okay. Drückt mir die Daumen, my friends. Let's go, Digga. Voll fokussiert reingehen, Leute. Ich muss sagen, ich bin etwas müde. Was heißt etwas müde? Ich habe ganz bis jetzt einfach nicht geschlafen, ne, gespielt. Ich bin müde, aber trotzdem irgendwie so trotzdem fokussiert. Wisst ihr, was ich meine? Immerhin 28:0. Nehmt es mir nicht übel, wenn ich ein bisschen weniger kommentiere. Nice, da ist jetzt Raum. Probieren wir einfach mal den Schuss. Let's go, Digga! Nice! Nice, Cruyff direkt hier mit dem 1:0. Das sind die Time Finishes, die werden wir wahrscheinlich nach dem nächsten Patch nicht mehr so in der Art und Weise sehen, aber hier hat es mal geklappt. Come on. Fokus, 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 Mirza, komm. Verdammte Scheiße. Was ein heftiger Schuss von Ibrahimovic. Glück gehabt jetzt, Leute, Glück gehabt. Jetzt ist ein bisschen Raum unten. 45. Da hinten. Nein! Nicht mittig auf ihn, leider. Also es sollte nicht mittig. Oh mein Gott! Ich muss leise sein, ne? Sarah schläft. Was war das denn jetzt? Scheiße. Naja, erste Halbzeit war echt... geht so, ne? 53% Ballbesitz auch noch. Das nur... Das ist nicht gut gemacht, Leute. Keine gute erste Halbzeit. Aber wir führen. Weiter geht's. Also hier war es auch wirklich so, dass ich bis jetzt in der Weekend League habe ich, glaube ich, gefühlt 90% der Spieler alle auswärts gemacht. Manchmal wird man halt heimgelost, aber 95% gehen raus. Und ich habe da keine Nerven für, dass ich da ewig jetzt hier... Nein, Alter, er hat den Torhüter in die andere Richtung zuerst bewegt. Ah, werden alle geblockt, die Schüsse. Weiter, 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 weiter.
Da war ich eigentlich da, hatte ich das Gefühl zumindest. Boah, Courtois. Was für eine Riesenchance. Oh mein Gott, was ein Fehler von mir. Oh mein Gott, Courtois zweimal. Oh mein Gott, wie viel Glück habe ich gerade. Nein, aber egal. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Bitte, bitte, pfeif ab. Let's go, Digga. Alter, war das eine glückliche Partie, Leute. Ich glaube, das war so eine glückliche Partie gerade. Also von allen Games, die ich bisher gemacht habe, offstream eigentlich, ja, und das jetzt einmal aufgezeichnet, wir werden es gleich hier sehen. Ja, er hatte schon mehr Chancen als ich und richtig glücklich, weil ich glaube, ich habe das irgendwie nicht gebacken bekommen, das ganze Spiel zu kommentieren und gleichzeitig fokussiert zu spielen, weil ich habe extrem schlecht gespielt und kann mich glücklich schätzen, gerade hier den 29. Sieg geholt zu haben. So krass. Wir sind einfach jetzt schon 33. der Welt. Platz 33 der Welt mit 29-0 und haben noch ein einziges Spiel vor uns, wo wir 30-0 holen können. Ich habe noch kein einziges Mal 30-0 geholt. Ich glaube es nicht, Leute. Ich kann es nicht fassen, dass wir jetzt das Spiel um 30-0 haben werden. Und ich werde mein Bestes geben, um noch besser abzuschneiden, einfach viel besser zu spielen als jetzt noch. Oh Gott, ach du Scheiße, Leute. 29-0 und wir gehen jetzt in das Spiel 30, Leute. Spiel 30, wo wir 30-0 holen können. 30-0 können wir holen, my friends. Meine Fresse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal schaffe. Oder dass ich 29-0 schaffe und die 30er-Bomb raushauen kann. Aber lasst uns nicht lange drum herum reden, my friends. Lasst uns nicht lange drum herum reden. Let's go, Digga. Lasst uns ins letzte Game gehen. Suchen wir uns einen Gegner und legen wir los. Mein Gott. Mein Gott. Wie lange sitzt man denn bitte hier, wenn man die ganze Zeit hier heimspielen möchte? Das ist jetzt auswärts, der zockt sicher, nice, endlich. So Leute, jetzt ist es soweit. Unser letzter Gegner um 30-0 ist dieser Kollege hier. Das ist unser letzter Gegner. Und ich sage euch eins, Vorsicht ist angesagt, Leute. Das ist so ein Team, da sollte man richtig vorsichtig sein, weil es ist kein schlechtes Team. Schaut euch das Team overall an, es ist kein schlechtes Team. Es ist ein Team, was uns wirklich Bauchschmerzen bereiten kann und vielleicht sogar wird. Let's go, Digga. Gott. Okay, es geht los. Gegner drückt direkt Start. Was hat er vor? Ich habe mir zumindest mal den Ball geholt. Bringt er den? Nice. Okay, das war zumindest mal nichts und jetzt hat er seinen Start. Das erste Mal, wie gesagt, das erste Mal, dass ich ein Spiel habe, wo es um 30-0 geht. Ach Gott, das war mal gar nichts jetzt. Aber Ball haben wir wieder zurückerobert, nice. Weiter, weiter, Jungs, komm schon. Boah, ist das... Boah, habt ihr gehört, wann ich gedrückt habe und wann er dann trotzdem noch geschossen hat? Da müssen wir echt jetzt wirklich aufpassen. Ich schaff das. Boah, was ist das denn gewesen jetzt gerade? Nicht auskontern lassen. Weg damit. Weg mit der Kugel. Ach du Scheiße. Oh, da ist jetzt Raum. Bleib dran, komm. Nein, den krieg ich safe nicht mehr. Ja. Na! Weiter. Nice, nein!
War eigentlich schön gedacht, ne? Boah, so eine Anspannung, Leute, ich sag's euch. So eine Anspannung. Es geht um alles. Es geht einfach um alles, ne? Hol it! Nein! Ronaldo verstolpert den Ball, ne? Er übernimmt die Eingabe nicht, das kennen wir. Habt ihr gesehen, ich wollte schießen und er hat einfach dann quasi sich den Ball vorgelegt und dann nicht geschossen. Boah, fuck, war das knapp jetzt. Jetzt! Nein, Alter! Er hat den Torhüter gut bewegt. Ah, Gott. Scheiße. Focus, Mirza. Come on, focus. Komm, hol alles raus. Hol alles raus. Let's go. Das ist deine Zeit jetzt. Das ist dein 30-0. Hol's dir, Mann. Hol's dir. Come on. Belohn dich selbst, Mann. Belohn dich selbst. Mann, es wird alles geblockt. Das ist so nervig, Leute. Habt ihr das gesehen? Der Spieler stand mitten im Strafraum irgendwo und blockt diesen Ball. Ne? Warum fliegt er denn nicht einfach aufs Tor? Ich denke, es ist doch vernünftiger, wenn der aufs Tor geht. CPU blockt alles. Gott. Let's go, Digga! Nice! Da war mal die Möglichkeit da. Da war mal die Möglichkeit da für den Time Finish. Oh, Eusebio, ich liebe dich, Alter. Komm schon, Mirza, komm schon, Mann. Komm schon, Mann, komm schon. Ball erobert auch noch, nice, weiter. Ich stelle auf jeden Fall auch um auf Defensiv, auf breite Raute jetzt wieder. Na, damit komme ich besser auch gegen Pressing klar. Nein. Hau ihn rein! Hau ihn rein! Nein! Rein damit! Yes! Let's go, Digga, Mann! Da ist das 2-0, Leute! Nice! Nice! Gott, noch einen Schritt näher! Noch einen Schritt näher dem 30-0! Come on! Oh mein Gott, der bricht ab! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wieso passiert das nicht im Stream, Alter? Oh mein Gott, das Ding ist, Leute, heute, weil die Weekend League verlängert wurde, heute ist Montag, also eigentlich Dienstagmorgen, ne? Und ich stream halt eben jetzt gerade nicht um 6 Uhr morgens am Dienstag, ne? Und das ist unser letztes Game und wir holen die 30-0. Ach, Gott sei Dank habe ich es aufgezeichnet, weil ich bin gerade so glücklich, Leute. Wir klicken mal weiter. Moment, jetzt kommt's, Leute, jetzt kommt's. Eine Sekunde. Jetzt kommt's. 5. der Welt. 5. der Welt mit 30-0. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe euch alle bei mir, Leute. Ich habe euch alle bei mir. Normalerweise haben wir das immer im Livestream und wir sind alle am Start. Aber ihr seid alle bei mir im Herzen, ohne Scheiß. Ich bin gerade so glücklich, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben die 30er-Bomb geknackt. Wir haben die 30er-Bomb! Was ist los? Oh mein Gott! Ich muss mich einfach jetzt hier auch nochmal einfach von ganzem Herzen bedanken. Ich muss mich von Herzen wirklich, wirklich bedanken bei euch, dass ihr einfach so geduldig seid und immer bei mir am Start seid und mich weiter pusht, Leute. Ihr seht, ich bin vielleicht nicht der allerkonstanteste Spieler, mittlerweile schon recht konstant, ne, auch Top 100. Und aber früher war das jetzt eher nicht so und ich habe euch gesagt, gebt euch Zeit, immer vorwärts, geduldig bleiben, auch wenn es nicht läuft, ihr müsst weiter pushen, Leute, ihr müsst an eure Ziele glauben und ihr werdet Schritt für Schritt all eure Ziele erreichen und ihr seht es,
Step by Step haben wir Top 100 geholt. Step by Step haben wir 29.1 geholt. Wir haben zweimal, dreimal in Folge 29.1 geholt. Und jetzt haben wir auch 30.0 geschafft. Unglaublich. Fettes Klumpi an euch alle, Leute. Ich kann es nicht fassen. Also ich würde sagen, zum Abschluss eskaliert ihr aber jetzt hier komplett mit dem Daumen-Hoch-Button, Leute. Haut mal hier die Daumen hoch. Für die 30.0 will ich hier bombenmäßige, keine Ahnung wie viele Daumen nach oben sehen. Gönnt einfach, haut rein. Und Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. 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 Let's go, Digga. Ich hab's geschafft.